Hallo Leute und willkommen zurück bei Henrys Geheimnis. Wir haben heute etwas ganz Besonderes vor, und zwar gab es letztes Jahr ein Weihnachts-Spin-off. Und naja, das möchte ich euch jetzt gerne ein Jahr später leider erst zu diesem Weihnachten 2018 jetzt zeigen. Und deswegen starten wir jetzt auch gleich damit. Spin-off Weihnachten. Was für ein wunderbarer Tag. Heute ist Heiligabend. Ich kann es kaum erwarten, meine Geschenke auszupacken. Und ich bin schon sehr gespannt, was meine Familie dazu sagt. Der Weihnachtsbaum ist geil. Ich versuche immer allen, die ich liebe, originelle Geschenke zu machen, die eine Geschichte haben oder einen Bezug zu mir oder der Person. Ach, und der Person, Entschuldigung. Ich liebe es, ihnen eine Freude zu machen und die Überraschung in ihren Gesichtern zu sehen. Diese Momente, in denen wir zusammen lachen, sind wunderbar. An einige Geschenke, die ich gemacht habe, habe ich sehr lustige Erinnerungen. Und ich werde nie Mamas missglückte Geschenke vergessen. Warum grinst du so? Hahaha. Ich habe mich nur an etwas Lustiges erinnert. Ich möchte mitlachen. Erinnerst du dich noch an dieses schreckliche Paar Socken, das Mama dir geschenkt hat? Klar, ich frage mich immer noch, wie sie bloß diese scheußlichen Dinger kaufen konnte. Das frage ich mich auch. Typisch Mama. Stimmt. Und du hast einen Armband mit Smileys bekommen. Ah, erinnere mich bloß nicht daran. Da hat sie echt daneben gegriffen. Jasmine und Clément haben auch ziemlich gelacht, als ich ihnen das Abendmahl gezeigt habe. Jasmine hat versucht, uns davon zu überzeugen, dass es gemein ist, über Geschenke von Leuten zu lachen, die wir lieben. Aber sie musste dabei selbst so kichern, dass es völlig unglaubwürdig war. Zum Glück ist noch Papa da, um das Niveau hochzuhalten. Oh oh. Welches Niveau? Wenn man vom Teufel spricht, gerade jetzt kommt Mama ins Wohnzimmer. Wir haben gerade von deinem Talent gesprochen, jedes Jahr die lächerlichsten Geschenke aufzutreiben. Meine lieben Kinder, tut mir leid, aber man kann eben nicht alles können. Wir lachen nun alle drei. Sie zwinkert uns zu. Wir wissen, dass sie nicht gekränkt oder beleidigt ist. Im Gegenteil, sie lacht jedes Mal herzlich mit. Und jedes Jahr bemüht Mama sich umso mehr, dieses Mal das richtige Geschenk zu finden. Doch letztendlich endet das Auspacken der Geschenke dann doch immer mit allgemeinem Gelächter. Du darfst auf keinen Fall diese Tradition ändern und uns plötzlich was Normales schenken. Ich liebe diesen Moment an Weihnachten. Ich stehe auf und küsse meine Mutter auf die Wange. Meine hübsche, liebe Mama. Hübsch ist sie wirklich, das kann man nicht anders sagen. Und ich hätte letztes Jahr beinahe kein Geschenk bekommen. Stimmt, ich erinnere mich. Dieses Päckchen, das einfach nicht ankam. Ich habe dir zwar versichert, ich könne warten, aber davon wolltest du nichts hören. Natürlich nicht. Ich wollte, dass du dein Geschenk an Heiligabend auspackst, sonst ist es nicht dasselbe. Aber ich hatte dir doch gesagt, dass es mir egal war. Mir aber nicht. Das habe ich gemerkt. Ich muss los. Ich vertraue heute Nachmittag Mael. Ich hole meine Sachen und bin weg. Bis heute Abend. Mein Bruder verschwindet in seinem Zimmer. Allein bleibe ich mit meinen Erinnerungen im Wohnzimmer zurück. Ich lege mich aufs Sofa. Es war vor einem Jahr, auf den Tag genau. Ja, so wie bei uns jetzt sozusagen. Flashback. Der 24. Dezember des letzten Jahres. Nein, das kann nicht sein. Das ist einfach nicht möglich. Ich lese die E-Mail des Verkäufers auf meinem Bildschirm nochmal. Er kündigt mir an, dass mein Päckchen Verspätung hat und erst in der kommenden Woche geliefert wird. Es ist der 24. Dezember und mein Bruder bekommt sein tolles Geschenk nicht pünktlich. Das heißt, er bekommt heute kein Geschenk.
Das macht mich rasend. Ich war so stolz auf meine Idee. Ich habe es geschafft, eine alte Version unseres allerersten Videospiels aufzutreiben. Mit dem Spiel haben wir früher Stunden verbracht. Das war eine tolle Zeit. Ich war noch ganz klein. Sorry Leute für den Einwand, aber einmal, ihr Pulli ist ultra cool. Also so die ganze Kombi. Ich glaube, so eine Hose gibt es in Sweetamiros auch. Voll weihnachtlich irgendwie. Es war eine tolle Zeit. Ich war noch ganz klein. Alex ließ mich glauben, ich würde mitspielen, obwohl mein Joystick nicht mal angeschlossen war. Ich war damals erst 5 und hatte keine Ahnung. Wenn wir dieses Spiel spielten, stritten wir nie. Wir aßen dabei immer dieselben Schokokekse und verschlangen unsere pinkfarbenen und blauen Lieblingsbonbons. Mittlerweile essen wir solche Süßigkeiten nicht mehr. Aber wenn ich dran denke, sind sofort alle Erinnerungen wieder da. Ich spüre eine Art Nostalgie, wenn ich an die Gerüche von damals und an meine schöne Kindheit denke. Wir haben uns vor kurzem wieder über dieses alte Spiel unterhalten und so kam mir die Idee zu dem Geschenk. Und ich habe es tatsächlich geschafft, die Abenteuer der Hexer zu einem günstigen Preis zu finden. Die Preise, die meisten Händler dafür verlangen, sind unverschämt hoch. Aber wie es aussieht, bekommt mein Bruder heute Abend kein Spiel. Es ist noch früh am Nachmittag. Ich habe noch genug Zeit, in die Stadt zu gehen und ihm irgendeine Kleinigkeit zu kaufen, damit auch er heute Abend was zum Auspacken hat. Ich rufe Jasmine an. Hallo? Hallo Süße, was machst du heute Nachmittag? Weihnachtsvorbereitungen mit meinen Eltern, warum? Ich muss in die Stadt, kommst du mit? Was? Nein, Laila, ich koche gerade und... Okay, ja, verstehe. Sorry, versuch's mal bei Clement. Mach ich. Ich lege auf und rufe Clement an. Dauern immer sehr lange, diese Szenen mit dem Anrufen. Hey Laila, alles klar? Clement, hast du Lust, heute Nachmittag in die Stadt zu gehen? Du hast noch nicht alle Geschenke. Sieht so aus. Die Person, mit der mir das Geschenk für meinen Bruder schicken sollte, ist spät dran. Ich muss was anderes finden. Du machst Witze, Laila. Ich gehe sicher nicht am 24. Dezember in die Stadt. Das ist nicht lustig. Außerdem bin ich gerade bei meinem Vater. Du weißt auch, von hier ist es echt weit bis in die Stadt. Ja. Du wirst dieses Mal alleine klarkommen müssen. Ja, das hatte ich schon verstanden. Viel Glück. Ja, danke. Wir legten auf. Oh, hallo. Wir sind jetzt bei denen im Tonstudio. Komm schon, Junge, gleich hast du es geschafft. Naja, ich bin auch völlig fertig. Gute Arbeit, das Lied ist toll. Ja, komm schon. Ich weiß, dass du solche Live-Videos in den sozialen Netzwerken stressen, aber das klappt schon. Keine Sorge, ich schaff das. Ich versuche, mich selbst zu beruhigen, allerdings ohne große Überzeugung. Mein Vater hatte die brillante Idee, dass ich in den sozialen Netzwerken per Live-Video ein bekanntes Weihnachtslied singen könnte. Er meinte, es wäre eine tolle Art, meine Fans frohen Weihnachten zu wünschen. Eigentlich ist es ja auch ganz nett, aber ich fühle mich dabei jedes Mal ein bisschen unwohl. Und außerdem habe ich im Moment nicht den Kopf dafür. Für Weihnachten auch nicht. Ich habe eine SMS von deiner Mutter bekommen. Sie ist eben in der Stadt angekommen. Sie ist jetzt bei deiner Großmutter. Super. An Weihnachten ist es so, als hätte sich nichts verändert. Als wären meine Eltern immer noch zusammen. Aber so ist es nicht. Wenigstens tun die beiden nicht so, als würden sie sich gut verstehen. Immerhin. Ich freue mich, Mama und Oma heute Abend zu sehen. Sie sind nicht besonders begeistert von der Idee gewesen, dass ich die Schule ein Jahr lang unterbreche, um auf große Tournee zu gehen. Soll ich dafür wirklich mein Abi opfern? Ah, er ist also gerade in der Zwickmühle. Ja,
Sag mal, gehst du immer noch zu Sebastian? Ja, ich muss was bei ihm abholen. Warum? Willst du mitkommen? Er grinst mich vielsagend an. Ich weiß, dass Sebastian irgendwann mal ein Auge auf mich geworfen hatte, wie die meisten Freunde meines Bruders. Ich möchte nur, dass du mich in der Stadt absetzt. In der Stadt? Aber was willst du denn da? Hast du an Heiligabend etwa noch ein Date? Natürlich nicht. Klar, du triffst bestimmt Ethan. Oh, du nervst. Lass mich endlich damit in Ruhe. Ich kenne dich. Ich merke doch, wie er leidend um dich herumschleicht. Und aus reinem Mitleid kommst du sicher wieder mit ihm zusammen. Warum kümmerst du dich nicht lieber um deinen eigenen Kram? Ja. Ich mag den Typen einfach nicht. Alex, mein Bruder mochte noch keinen meiner Freunde. Das war auch bei Ethan nicht anders und er fühlte sich in Alex' Anwesenheit jedes Mal unwohl, worüber er sich sichtlich freute. Es gab ihm das Gefühl von Macht. Ich glaube, er wartet darauf, dass ich einen Freund finde, der es wagt, ihm die Stirn zu bieten. Aber das würde er natürlich nie zugeben. Fährst du mich jetzt? Ja, aber beeil dich, ich will los. Ich bin fertig. So willst du rausgehen? Ja, warum? Es soll regnen. Eben war weit und breit keine Wolke zu sehen. Du hast doch deine Rolle sowieso immer geschlossen. Wie kannst du da wissen, wie das Wetter ist? Ich habe den Wetterbericht gelesen, Schwesterlein. Ich habe nicht meinen Finger aus dem Fenster gehalten, um zu sehen, woher der Wind kommt, falls du das dachtest. Schon gut, ich hab's verstanden. Ich hol mir eine Jacke mit Kapuze. Mach, was du willst. Ab im Auto. Oh, die Jacke ist hübsch. Hast du gesehen, dass Mysteria im Sommer ein neues Album rausbringt? Was? Woher weißt du das? Ich hab eben meine Quellen. Nein, es steht auf ihrer Seite. Ich sag nur, soziale Netzwerke, meine Liebe. Schon klar. Und, warum musst du an einem 24. Dezember unbedingt in die Stadt? Da gibt's auch nie auf, oder? Das sagt die Richtige. Das stimmt. Wenn ich mir einmal etwas in den Kopf gesetzt habe, kann ich ganz schön hartnäckig sein. Bist du sicher, dass du nicht Ethan triffst? Oh. Alex, du nervst, weißt du das? Was hast du denn für ein Problem mit ihm? Er guckt immer wie ein verprügelter Hund. Er hatte immer Angst vor mir, das ertrage ich nicht. Du hast ja auch immer getan, was du konntest, um ihn zu beleidigen. Also tu nicht so, als wärst du völlig unschuldig. Ja, kann sein. Und sonst, was hast du denn vor? Ich hab dein Weihnachtsgeschenk immer noch nicht bekommen. Also werde ich einen Ersatz suchen. Wie ehrlich. So, jetzt zufrieden. Was? Nur deswegen? Aber es ist mir völlig schnuppe, ob mein Geschenk erst später kommt. Dafür brauchst du doch nicht extra in die Stadt zu fahren. Mir ist es aber nicht schnuppe. Es ist schließlich Weihnachten. Du weißt doch, das Wichtigste an Weihnachten ist nicht die Geschenke. Ich sehe ihn verwundert an. Aber das Wichtigste ist, dass die Familie vereint ist und miteinander diesen glücklichen und friedlichen Moment teilt. Ja, du machst dich über mich lustig. Nein, im Ernst, Schwesterchen. Zerbrich dir deshalb nicht den Kopf. Ich weiß, aber es ist mir wichtig. Verstehe. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Danke. Wir sind da. Alex setzt mich ab und als ich aus dem Auto steige, sehe ich, dass der Himmel in der Ferne schwarz ist. Seit über einer Stunde laufe ich nun schon durch die Stadt und hatte bisher keine Idee. Oder doch, aber alles, was mir einfällt, ist immer gleich zu teuer. Und ich habe nicht mehr viel Geld, weil ich ja schon ein Geschenk gekauft habe. Und ich habe wirklich Pech. Hätte mir der Verkäufer das Geschenk doch nur rechtzeitig geschickt.
Bei diesen Worten kommt mir Jasmines Stimme in den Kopf, die sagt, wenn du doch nur ein bisschen früher nach dem Geschenk gesucht hättest. Oh, mein Handy klingelt. Wenn man vom Teufel spricht, ist es Jasmine. Was gibt's, Süße? Layla, bist du in der Stadt? Ja. Hast du schon was gefunden? Nein, mir fällt nichts ein. Bist du etwa in die Stadt gefahren, ohne zu wissen, was du kaufen willst? Layla! Ja, ich weiß. Das alles hat mich irgendwie überrumpelt. Das sehe ich. Kauf ihm doch das neue Album von Jay. Wir müssen beide lachen. Er hasst Jay so sehr, dass er den Scherz wahrscheinlich nicht verstehen würde. Was hat er eigentlich gegen Jay? Keine Ahnung. Er sagt bloß immer wieder, seine Musik ist scheiße. Mein Bruder ist sehr sachlich, wie du weißt. Ja, das merke ich. Vielleicht versteht er sich deshalb auch so gut mit Clement. Dann lass ich dich mal weitersuchen. Aber pass auf dich auf. Sie haben Gewitter für heute Nachmittag angesagt. Keine Sorge. Als ich auflege, spüre ich den ersten Regentropfen auf meiner Hand. Es fängt tatsächlich an zu regnen. Ich sollte mich lieber beeilen. Ich setze meine Kapuze auf und beginne zu laufen. Oh, und schon Ende. Okidoki, Leute, dann geht es morgen direkt hier weiter. Also Leute, ciao, ciao.